Mist, Leuchtfeuer. Mist. Okay, dann machen wir das mal so. Auf ihn, komm. Und nochmal, los. Und dann nochmal. Doch, 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 doch. So nämlich. Da war's das mit ihm geschehen. Loxias war ein netter Mann, der es satt hatte, von jeder Frau zurückgewiesen zu werden. Es heißt, er machte es sich zur Aufgabe, alle Männer zu töten, die er für hübscher oder stärker hielt. Jemand hätte ihm den Rat geben sollen, sich einfach selbst etwas anziehender zu machen. Ja, das hätte man. Okay. Dann schauen wir uns da oben mal weiter um. Na, was haben wir da? Batrachmen. Hübsch, hübsch, hübsch. Noch ein Söldner, natürlich. Na? Dich mag euch gar nicht. Ja. So gefällt ihr mir schon besser. So, da hinten haben wir wieder ein paar Vorräte. Das ist gut. Da kannst du wieder aufstehen, komm. Wieder kein Obsidian. Mann, Mann, Mann. Der Schatz ist da. Oh, was? Fünf? Wir haben fünf Söldnerköpfe. Oh Mann, ich muss die loswerden. Wo kann ich die denn mal loswerden? Uns fehlt noch ein Schatz, den holen wir noch. Ha, das, den Eingang haben wir noch nicht entdeckt. Wo kriege ich hier? Oh, da muss ich unbedingt dann gleich hin. Geschwächt, was heißt denn das? Die Leibwache des Anwärters. Kopfgeldbefehl zahlen. Ne. Da wird nichts bezahlt. Ich brauche aber erstmal, ich muss wissen, wo der letzte Schatz ist. Ja, aber. 95 Meter. Nein. Ich gebe dir doch nicht die Schuld. Niemals. Ich hole mir erstmal fix den Schatz. Ja, komm. Der. Wo ist da unten? Ist der Tunnel? Ich guck mir mal den Tunnel an. Oh ja. Da hinten ist der Tunnel. Den schauen wir uns an, aber. Wo ist er? Hä, da ist noch ein. Was habe ich denn da markiert? Da ist noch ein Schatz. Wo ist denn jetzt hier der Tunneleingang? Hm, wo ist... warum sieht nicht den... Hä, aber da ist doch... Was ist denn da? Da ist doch nix. Was soll denn das für eine... Was ist denn das für eine Markierung? Die veräppeln mich. Aber irgendwo muss es nach unten gehen. Weil der Schatz... Der ist, scheint ja auch irgendwo unten zu sein. Im Ber... Ja, nein, 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 nein. Ja, diese Versteckspielchen sind schon toll. Die sind schon richtig toll. Hier ist aber... Nee, da ist nix. Und diese... mitten auf der... Das ist ja wirklich super. Mitten da oben drauf ist ein Höhleneingang eingezeichnet. Ja, das ist klasse. Aber wo ist nun denn der Höhleneingang? Vielleicht innerhalb. Kann das sein, dass der innerhalb ist? Ich gehe mal hier hoch. Jungs, ich muss mal kurz hier hoch. Vielleicht ist der ja irgendwo innerhalb. Nee. Ich will aber nicht sterben.
Ich. Oh, da könnte. In dem Wasser könnte was sein. Scheiße! Komm. Na los. Schlag doch mal zu. Mann, der macht mich kaputt. Da in dem Wasser könnte was sein. Komm, hinab. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Aber ich sehe nichts. Ja. Was war denn da? Oh, hier geht's noch tiefer. Oh. Gib schon mal alles her. Gib alles her. Komm. Hallo. Mann. Oh, dies. Ja, jetzt. Komm, atme nochmal tief. Nein, du musst fix den Schatz. Auf geht's. Klasse. Ich glaube, hier werden wir sterben. Oder wie jetzt? Geht ja noch tiefer und tiefer. Hallo? Oh, das. Okay, okay, okay. Da kann man was. Komm, du schnell schwimmen. Ja. Komm, hier erstmal fix hoch. 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 Mann, mach mal schneller. Oh. Mann, die macht's aber spannend. Komm doch mal rein da. Hallo, hier, das kleine Loch sollst du. Die macht's aber richtig spannend. Tauchst du mal ein bisschen. So, weiter geht's. Dann gucken wir uns die Sachen nochmal an da drin. Aber... das ist zumindest nicht die Höhle, die wir brauchen. Ja, nix. Der Schatz ist da oben irgendwo. Hm. Na, klasse. Das ist ja toll. Das... oh, da. Höhleneingang. Ach, hier ist... ah, guten Tag. Ja, Licht. Na gut, ich mach mal ein bisschen Licht. Flinkerdolch. Was ist denn hier? Sehe ich auch sonst noch irgendwas? Hm. Ich weiß nicht. So viel mehr ist hier nicht. Na gut. Dann mach mal raus oder tauchen wir nochmal in diese Richtung. Hier ein bisschen Eisen. Sagen wir hier nochmal Eisen, komm. Ja, ist ja auch egal. Ihr könnt schon nochmal dahinter tauchen. Die Söldner haben sich jetzt vielleicht verzogen. Nix. Hier lang vielleicht, ja. Sieht mir aber so aus, als wenn das wieder da wäre, wo wir vorhin waren. Oder ist das ein neues? Ne, ist das gleiche scheinbar. Naja, egal. Aber schön. Ja, die Jungs, die sind richtig stressig. Hier ist der Eingang. Danke, dass du mir den zeigst. Hm, schade, das, da muss ich nochmal mehr suchen hier. Aber jetzt muss ich erstmal fix zurück, hier, ne? Ich muss das Kopfgeld loswerden. Und schwupps sind wir wieder da. Ich markiere mir erstmal diesen komischen Kopfgeld-Heini da. Der muss erstmal dran glauben.
Warum wir so viel da eingesammelt haben, was haben wir denn Böses gemacht? Ja, guck, ach nee, wir haben die zwei Bürger gekillt. Wahrscheinlich war es das. Vielleicht war es das. Da läuft er. Unser Heini. Mist, was haben wir denn jetzt gemacht? Den Anführer müssen wir erstmal hier kurz ein wenig. Hey. Hey. Der hat dich angeschossen, Junge. Der hat dich angeschossen. Ja, komm, Junge. Du hier. Oh, voll vorbei. Voll vorbei. Okay, jetzt aber. Brennst du? Ja, ich mach's aus. Es tut mir leid, dass. Wer denn? Wo denn? Wer schießt denn da? Ich muss den hier erstmal durchsuchen. Ach du. Oh, das gibt's ja gar nicht. Ja, es ist ein wenig heftiger geworden. Gift und Feuer scheint doch sehr großen Einfluss jetzt zu haben mit dem High-End-Spiel. Auf Albtraum natürlich, ne? Und? Lebst ja immer noch. Aber nicht mehr lange. Ey. Komm her, du brennst. Nein. Oh, jetzt kommen sie alle an. Ich will doch nur den komischen Typen da. Nur der soll dran glauben und nicht ich. So. Bukuli, der Schwingenfüßige. Ja, ist ja gut, Jungs. Wo ist denn der Schwingenphysiker? Hier. Haben wir schon wieder. Nein, hier rein. Ich will nichts von euch. Komm. Macht's. Macht's mit jemand anders. Ja, komm. Können wir? Ja, wir können. Es nervt mich etwas, dass wir da oben nichts gefunden haben. Ich reite da jetzt nochmal hin. Manchmal, da sieht man Dinge. Hippodrom, okay. Wo bist du? Ja. Na los! Na los. Heller! Guck, wir reiten da nochmal kurz hoch. Da muss was sein. Was war das denn hier? Die Anwärterin. Ach so, wir versuchen. Finde den Pankration-Organisator und sprich mit ihm. Ja, das machen wir gleich. Aber das hier nervt mich ja an. Das kann doch nicht sein. Los. Da ist ein Trick, den wir nicht sehen. Ich probiere es nochmal kurz und wenn es dann nicht klappt, dann. Ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann tricksen die uns so gemein aus. Mit Feuer weiß ich nicht, ob ich schon alles mit Feuer probiert habe. Wir können ja mal. Ach so, ich habe ja auch eine Feueraxt. Die müsste eigentlich auch alles in Brand stecken. Naja, egal. Wir gucken noch mal. Okay, wir gucken mal von der Seite. Nee, hier ist aber nix. Und mein Freund, der Isaac. Ah, 70 Meter, der hilft mir auch nicht weiter, ne? Der offenbart nichts für uns. Was ist denn das hier für eine Hütte? Hier ist gar nichts, ne. Das ist schon. Aber oh, das muss doch dahinter sein. Brennst du? Nee, das brennt nicht. Ja, sag mir doch mal, wie es hier reingeht.
tricky. Na, hier ist ja der hohle Raum dahinter. Okay. Was ist denn... Ja, Mission, ich weiß ja. Hier komme ich auch nicht rein. Ist ja interessant, da oben. Nee. Also hier drunter? Hier. Nee. Ja. Ach so, nee, hier ist ja nichts. Also es ist wirklich genau hier drunter. Genau hier drunter. Warte mal, kann man da... Hier rein müssen wir kommen. Nee, da will sie sich gar nicht erst festhalten. Ja, Pfeile können wir doch selber herstellen. Das ist ja aber hier echt... Echt... Gut versteckt. Richtig gut versteckt. Sagt mir doch mal, wie das in den Raum hier unten reingeht. Bitte. Bitte. Sag's mir. Sind so gemein. Die reden nicht mit mir. Nee, nach unten sollst du. Ja, gut. Na gut, das Geheimnis bleibt offensichtlich erstmal ein Geheimnis. Ja, ich soll die Stele finden. Kann man hier reingucken? Kann man da reinschießen oder? Oh, sie gleitet. Sie gleitet herab. Tja. Das ist ein tolles. Aber hier haben wir auch schon drauf geschlagen, ne? Ne, da passiert gar nichts. Nee, dann ist es halt so. Finde ich jetzt leider nicht den Zugang. Also, machen wir jetzt weiter. Genau, wir machen erstmal hier mit der Anwärterin weiter. Erstmal mit der Anwärterin. Lass mal hier mal in Olympia ein wenig vorankommen. Ja, gut. Ja, es ist schon wieder sehr olympisch aus. Im Stadion. Natürlich ist der Anwärter im Stadion. So, hier, ich bin der große Held. Ich komme wegen des Pankrations. Das muss ein Scherz sein. Uns fehlt nur noch ein Kämpfer, und zwar Testikles. Ja, das... Nee, ich vertrete ihn. Ihm geht es nicht gut. Er leidet unter dem Wasser. Wetter! Ich werde seinen Platz einnehmen. Schon gut, schon gut. Spar dir das für den Kampf. Das kam noch nie vor. Doch die Menge würde toben, wenn das Pankration abgesagt wird. Nun gut. Die Wettkämpfe beginnen in Kürze. Kann ich vielleicht noch ein bisschen trainieren oder so? Also los. Willkommen! Mit Freude darf ich euch Kallias vorstellen! Ein ehemaliger Sieger in diesem Stadion! Und nun ein hochgeschätzter Kampfrichter hier in Olympia!
Es ist mir eine Ehre, dieses Ereignis anzukündigen. Verschwenden wir keine Zeit. Das Pankration. Ich halte keine lange Rede, denn wir wollen alle einen Kampf sehen. Bei Zeus, lasst den Wettkampf beginnen. Hahaha, ich zerquetsch dich wie einen Käfer. Das wollen wir erstmal sehen. So, was soll ich denn hier machen eigentlich? Das wird einfach. Na, es wird bestimmt nicht so einfach. Hahaha, hast gesehen. Machen wir den hier. Ja. Das tut weh. Auf einmal wirst du ganz kleinlaut, was? Na komm. War das schon alles? Das war gerade erst der Anfang. Was? Nun, da unsere Herausforderin aufgewärmt ist, wollen wir mal sehen, wie sie sich gegen Erastos schlägt. Viel Glück. Na, danke auch. Wie viel muss ich denn jetzt hier? Sonst siehst du Sterne. Was kann ich denn hier alles machen? Nicht viel, oder? Aufgeladenen Schlag. Ja, der war gut. Okay. Ja. Ja, das ist die richtige Einstellung. Halt still, damit ich dich schlagen kann. Er ist gut. Und das war's mit mir. Versuch Nummer 8. Nicht blinzeln, sonst siehst du Sterne. Aber ja, im Grunde finde ich es schon nicht schlecht, wenn nicht alles so leicht ist. Okay, er hat uns auch erwischt. Ja! Ja! Das ist die richtige Einstellung. Jetzt hab ich ne. Zu langsam. Komm, noch einmal. Halt still, damit ich dich schlagen kann. Die Menge liebt dich, doch du bist noch nicht fertig. Nicht fertig? Ein schönes Opfer für die Götter. Meint ihr nicht auch? Schon bald kommen wir zu unserem letzten Wettkampf. Die mächtige Kassandra gegen den amtierenden Meister Dorieus. Ah. Erstaunlich! Bald könnte ich der Gefährte einer Olympiasiegerin sein. Oh, du bist in besserer Verfassung, als ich es bin. Obwohl, wenn Sokrates ein bisschen gewillter wäre. Alkibiades, geht es dir gut? Ich war aus mit Demophanes und Kallias, den bekannten olympischen Kampfrichtern. Zu viel billiger Wein? Hast du aus Medeas Becher getrunken? Medeas Becher? Glaubst du, er wurde vergiftet? Wo warst du denn, Mensch? Du hast gefeiert? Wir sind in Olympia. Was soll ich sonst tun? Wir waren im Leonideion. Na gut, dann muss ich mal nach Demophanes suchen. Wenn du vergiftet wurdest, muss ich den Kampfrichter finden. Vergiftet? Meinst du, das wurden sie auch, oder? Nein, niemals. Es sind gute Männer. Du glaubst doch wohl nicht, dass einer von ihnen... Sie veranstalten bei allen Spielen ein Fest, um die heilige Waffenruhe zu feiern. Bleib bei ihm. Ich gehe der Sache auf den Grund. Reiche mir den Olivenzweig und ich nehme den ganzen Wald. Kallias... Peloponnesischer Bund. Kallias wuchs zu einem herausragenden Olympioniken heran und von da an wurden seine Siege legendär. Jeder aus Olympia, der ihn kannte, liebte ihn.
keiner hätte je vermutet, dass er die olympischen Wettkampfergebnisse manipulierte. Keiner außer dem Kult. Okay, olympische Erklärung. Im Zuge dieser Erklärung werden die folgenden großen Helden als wahre Diener der Götter in Olympia anerkannt. Epänetos, Pferdemeister, der im Namen des Poseidon an diesen Rennen teilnahm. Kallias, Meisterringer, der im Namen des Kosmos kämpfte. Hippokratides, Meister der Speere, der im Namen des Hermes warf. Ja, den verfolgen wir mal. Gehen wir nochmal kurz zurück und dann nochmal drauf auf die Kultisten. Ist er das? Kallias, genau der ist das. Ihn müssen wir stellen. Oh, da ist er ja gleich. Na, guten Tag. Dem sagen wir doch gleich mal Hallo. Ja. Bankettteilnehmer. Ach so. Wir müssen... Ah, Mist. Falsche Richtung. Hey. Wir müssen den... Theoretisch hätten wir den gar nicht jetzt killen dürfen, brauchen, aber... Ich dachte, das hatte mit dem Quest gerade zu tun, aber nein. Ey. Was machst du denn? Ach komm, dann machen wir das hier mal ganz einfach. Und da haben wir ihn. Ey, was ist denn mit dir? Da haben wir den Kultisten hier mal kurz erledigt. Und schon wieder drei Kopfgeldjäger, die mich das jagen. Hast du verdient. Sogar noch Schlimmeres. Ja, Artem, ja, komm, wir gucken mal. Da haben wir doch, ja, ihn haben wir gerade vorgelesen. Da haben wir doch jetzt bestimmt wieder einen entdeckt. Aber wer war das? Iobates, der Storche, hier unten fehlt noch einer. Ach, hier ihn. Da gab es einen Hinweis. Ein Hinweis fehlt noch. Ja, der Weise will Brasi das Tod sehen. Der Weise befürchtet innerhalb des Kults schwach zu wirken. Der Weise ist eine sehr reiche Person. Und der Weise ist ein spartanischer... Ja, einer von den Königen. Ja, ja. Einer von diesen komischen Königen. Halt, ich wollte nochmal ins Inventar gucken. Ich glaube, Hosen waren das, oder? Waren das Hosen, die wir bekommen haben? Hier. Spartanische Heldenstiefel. 50% Kriegerfähigkeiten Schaden. Ja, das sieht gut aus. Wir tragen zurzeit... Oh, wir haben den Satz nicht an. Deswegen habe ich... Kann das sein, dass wir den Satz nicht anhaben? Doch. Griechischer Heldensatz 5 von 5. Griechischer Heldensatz, griechischer Heldensatz, griechischer Heldensatz, griechischer Heldensatz. Wir haben den an. Okay. Hier gab es wieder ein Fragment. Oh, hier gab es ein Gegengift. Ah. Und das Fragment. Aber wir sollen jetzt erstmal mit den Bankettteilnehmern sprechen. Haben wir das Gegengift jetzt von ihm oder wo haben wir das her? Komisch. Aber schön, dass wir da zufällig sind wir dem Kultisten über den Weg gelaufen. Du musst das mal alleine klarkommen, ne? Schaffst du schon. Danke. Und wir hechten uns mal hier ein bisschen lang. Eile mit Weile. Ich hoffe mal, das war auch das Quest mit Alkibiades. Aber ich denke mal schon. Aber wo wir jetzt das Gegengift her haben... Bestimmt, könnte schon sein, dass wir das von Kallias haben. So, hier, ich habe das Gegengift. Freunde. Hier ist niemand, oder wie? Ne, geh mal hier rein. Komm, was ist denn hier? Das war definitiv Gift. Oh weh. Und Alkibiades war nicht das einzige Opfer. Oh weh. Find heraus, was mit Alkibiades geschehen ist. Ja, danke auch. Da ist ja richtig was los. Die Waffenruhe ist brüchig genug. Das sieht nicht gut aus.
gucken mal hier, ob hier was ist. Nix. Ja, da drüben waren wir doch gerade drin. Ach, hier, an der Wand, oder? Hä? Waren wir da nicht gerade drin? Okay. Waren wir nicht. Na gut. So, hier. Das ist der Beweis. Gift. Jemand hat es ins Essen und den Wein gemischt. Das ist nicht gut. Dann gucken wir uns das mal an. Das Essen riecht komisch. Aber nicht verdorben. Auf der anderen Seite. Ein Speiseplan für die Feier. Und der Name des Händlers. Statten wir diesem Priam einen Besuch ab. Einkaufsliste für das Bankett. Diese Einkaufsliste enthält verschiedene Lebensmittel für das Bankett, die Priam besorgen sollte. Okay, Priam. Wo bist du denn? Da gehen wir der Sache mal auf den Grund, das Heiligtum hoffentlich. Von Olympia. Hier kämpfen die besten Athleten um Ruhm und Ehre. Das stimmt. Hoffentlich ist es für Alki noch nicht zu spät. Hier drin? Na komm. Und jetzt werden wir uns mal unterhalten. Bitte. Bitte, ich habe nur getan, was man mir gesagt hat. Ja, hilf mir und ich verschone dich. Ich bin nicht hinter dir her. Nur hinter dem Verantwortlichen. Ich habe sein Gesicht nie gesehen. Ich dachte, er wollte nur ein Rennen schieben. Doch dann sah ich, was mit diesen Leuten geschah und wusste, sie wurden vergiftet. Mein Freund Alcibiades. Ich muss ihn retten. Du findest das Gegengift in der Festung Koroibos. Dann geh mir aus den Augen. Ich kümmere mich um den Schuldigen. Geh, ich will dein Gesicht nie wiedersehen. Ja, hab Dank. Der begegnet uns hoffentlich nochmal. Ja, wir waren schon in der Festung. Sag mal, ob du mit der Waffe umgehen kannst. Ja. Okay, du kannst auch damit umgehen, offensichtlich.